Drei Tipps, wenn du drei Kinder ins Bett bringen möchtest. Tipp Nummer 1. Versuche die Hierarchie zu beachten. Das heißt, das jüngste Kind geht zuerst ins Bett und so weiter. Die anderen Kinder können sich dann vielleicht mit dem anderen Elternteil beschäftigen oder noch etwas für sich alleine machen. Tipp Nummer 2. Versuche darauf zu achten, dass dein Zustand während der Einschlafbegleitung einigermaßen reguliert ist. Denn oft bist du vielleicht ganz gestresst, während du die Kinder dann ins Bett bringst und dieser Stress überträgt sich während der Einschlafbegleitung auf deine Kinder, weshalb sie nicht ausreichend Sicherheit spüren. Und deswegen versuche gerne noch etwas für dich zu tun, bevor es in die Einschlafbegleitung geht. Und Tipp Nummer 3, versuche dir bewusst zu machen, dass die Zeit, während deine Kinder klein sind, begrenzt ist und sie dich nur eine gewisse Zeit lang brauchen für die Einschlafbegleitung, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Und das hilft manchmal, um sich selbst zu regulieren, runterzufahren und sich bewusst zu machen, mit 18 werde ich mein Kind nicht mehr in den Schlaf begleiten. Suchst du nach konkreten Handlungsstrategien für dein gefühlsstarkes und oder hochsensibles Kind, um es im Alltag kompetenter begleiten zu können? Dann lass gerne ein rotes Herz in den Kommentaren da und ich schicke dir mehr Informationen zu meinem Praxiskurs für gefühlsstarke und hochsensible Kinder.